Hallo, ich bin Nico Rosberg und das hier ist einer meiner Heimatstädte, Wiesbaden. Und unterwegs bin ich mit diesem 517 PS starken Powerpaket, dem C63 AMG Black Series. Und außerdem freue ich mich auf den Ball des Sports hier in Wiesbaden. Zuerst geht's für mich aber ins Rathaus. Autogrammstunde für einen Formel-1-Fahrer, eigentlich nichts Außergewöhnliches, doch im Wiesbadener Rathaus heißt es für Nico Rosberg Eintrag ins Goldene Buch. Auf den schnellsten Sohn der hessischen Landeshauptstadt ist man hier richtig stolz. Ich finde toll, weil meine Familie kommt halt aus Wiesbaden. Ich bin auch hier geboren und so. Und die sind jetzt auch hier dabei gewesen, denn ja, alle haben sich das angeguckt. Und für meine Oma zum Beispiel muss das ja auch gigantisch sein. Ja? Der Bürgermeister lädt dann hier ihren Enkelsohn ein zum ins Goldene Buch eintragen. Schon schön. Und heute ist er unterwegs in spezieller Mission. Der Ball des Sports steht an, Europas größte Benefizveranstaltung. Und der 26-Jährige macht den Chauffeur. Es ist immer interessant, auch die Leute kennenzulernen, ja, und mit denen sich ein bisschen zu unterhalten im Auto auf dem Weg dahin. Das ist schon witzig. Schwimmstar Franzi von Almsick steigt zu. So, einmal nach München bitte. Gemeinsamer Nenner, klar, Schwimmen. Ich schwimme recht viel, weil ich bin Triathlon. Echt? Also Triathlon gefällt mir sehr, deswegen mache ich recht viel Schwimmen. Cool. Da sind ja die meisten Triathleten sind ja schwach im Schwimmen. Ja, viele. Die können, ja, aber das die ist können aber, super Radfahren. Das ist auch die unbedeutendste Disziplin von den dreien, also von der Zeit her. Ja, aber ich glaube, wenn du im Schwimmen echt gut bist, dann hast du halt den anderen echt was voraus, ne? Weil ja, die meisten eben weniger gut schwimmen können. Nikos Fahrpremiere am heutigen Tag gelungen. Ja, es war nett. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. War nicht ganz so schnell, weil die Straßen voll waren. Ich dachte, ich wäre schneller da, aber es war schön. Nächste Fahrt mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Sporthilfe, Werner Klatten. Und schnell dreht sich alles um den Motorsport. Weiß man ein bisschen was, wie das neue Auto wird? Das ist sehr schwierig. Die Regeln haben sich sehr geändert und so. Und also ich weiß, dass wir einen guten Job gemacht haben. Ja, wir haben jetzt, das Team ist um 20% gewachsen, also 80 mehr Mitarbeiter und so dazugekommen. Aber das kann man nicht sagen, bevor man beim ersten Rennen ist, müssen wir echt abwarten. Unterhaltsam geht's weiter. Topmodel Barbara Mayer bekommt von Nico etwas Aufklärung in Sachen Formel 1. Eine gute Vorbereitung ist einfach alles. Also wir haben jetzt im Februar haben wir ein paar Tage Test. Das ist der einzige Monat, wo man testen darf vor der Saison. Oh wow, das könnte ich nicht. Ich muss immer so viel wie möglich üben. Oder jetzt auch, wenn ich, ja, das ist auch komisch. Wenn ja. ich so eine Schauspielrolle habe, dann gehe ich die vorher 100-mal durch irgendwie den Text und nochmal testen und üben. Fazit nach dieser Fahrt: Nico hat laut Barbara Mayer Modelqualitäten. Ich finde schon, dass es ein sehr hübscher Kerl ist. Ich habe jetzt nicht so ganz aufgepasst, wie groß er ist, aber. Letzter Gast, Gewichtheber Matthias Steiner, der Nico mit seinem Training zuerst überrascht, dann beeindruckt. Reißen, Stoßen, Kniebeugen, Züge und so weiter. Das müsste ich jetzt lange und breit erklären. Ja, okay. Ja, Kniebeugen, weil die mache ich auch. Kniebeugen bis 310 Kilo, tief aber. Ich bin bei 40. Ja. Ich kriege aber nicht mal ein Bein wahrscheinlich in den Formel 1 Boliden, da wieder mal in den Boxengassen. 310 Kilo. Mann, oh Mann. Nico Rosberg, präsent, charmant. Elegant auf dem roten Teppich. Und dann wird es Zeit, etwas abzuschalten, den Abend zu genießen. So, das war's von mir jetzt hier aus Wiesbaden, in meiner Geburtsstadt. Und ich gehe jetzt was essen und genieße gleich die Show. Tschüss. Ein langer Tag neigt sich dem Ende, nicht jedoch für Nico Rosberg und für weitere 1800 Gäste beim Ball des Sports in Wiesbaden.